Familie Müller plant ihren Urlaub. Sie geht in ein Reisebüro und lässt sich von einem Angestellten beraten. Als Reiseziel wählt sie Mallorca aus. Familie Müller bucht einen Flug auf die Mittelmeerinsel. Sie bucht außerdem 2 Zimmer in einem großen Hotel direkt am Strand. Familie Müller badet gerne im Meer. Am Abflugtag fahren Herr und Frau Müller mit ihren beiden Kindern im Taxi zum Flughafen. Dort warten schon viele Urlauber. Alle wollen nach Mallorca fliegen. Familie Müller hat viel Gepäck dabei, 3 große Koffer und 2 Taschen. Die Taschen sind Handgepäck. Familie Müller nimmt sie mit in das Flugzeug. Am Flugschalter checkt die Familie ein und erhält ihre Bordkarten. Die Angestellte am Flugschalter erklärt Herrn Müller den Weg zum Flugsteig. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zum Abflug. Familie Müller geht durch die Sicherheitskontrolle. Als alle das richtige Gate erreichen, setzen sie sich in den Wartebereich. Kurz darauf wird ihre Flugnummer aufgerufen und Familie Müller steigt mit vielen anderen Passagieren in das Flugzeug nach Mallorca. Beim Starten fühlt sich Herr Müller nicht wohl. Ihm wird ein wenig übel. Nach 2 Stunden landet das Flugzeug. Am Gepäckband warten alle Passagiere noch auf ihr fehlendes Gepäck. Danach kann endlich der Urlaub beginnen. Karl Weber ist in Oftersheim in einer kleinen Stadt aufgewachsen. Oftersheim liegt in Baden-Württemberg zwischen Heidelberg und Mannheim. Karl hatte schon als Kind einen Traum, er wollte in die USA. Er hatte diesen Traum immer wieder, aber zuerst ist sein Leben ganz normal verlaufen. Karl ist in Oftersheim 8 Jahre lang in die Schule gegangen. Dann hat er eine Ausbildung als Elektrotechniker gemacht. Mit 18 hat er mit der Arbeit bei einer guten Firma angefangen. Mit 20 hat er seine Freundin kennengelernt und mit 23 haben sie geheiratet. Beide haben viel gearbeitet, aber waren mit diesem Leben nicht zufrieden. Sie wollten weg, in die USA. Ein paar Jahre später hat Karl eine gute Stelle bei Siemens bekommen. Diese Stelle hat ihm sehr gut gefallen und dann kam es. Er hat ein Angebot für eine Fortbildung bekommen. Und zwar im Ausland, im Land der Möglichkeiten Amerika. Endlich wurde sein Traum wahr. Ich habe in diesem Jahr ein Praktikum in Österreich gemacht. Ich wollte in einem anderen Land leben und neue Leute treffen. Mit der fremden Sprache hatte ich am Anfang Probleme. Ich habe nicht alles verstanden und konnte kaum mit den Kollegen sprechen. Ich habe in meiner Heimat Deutsch gelernt, aber das war leider nicht genug. Zum Glück gab es da auch einige Kollegen, mit denen ich Englisch gesprochen habe. Ich hatte auch viele Kollegen aus anderen europäischen Ländern. Und mit den österreichischen Kollegen musste ich Deutsch sprechen. Das war auch gut für mich, denn so konnte ich mein Deutsch verbessern und das war ja auch mein Ziel. Dieses Praktikum war eine gute Erfahrung für mich. Es war für mich als Praktikant nicht immer angenehm, aber dann habe ich an den sehr guten Lohn gedacht. Die Arbeit war nicht besonders interessant. Aber eines ist mir klar geworden, bei einem Praktikum im Ausland lernst du die Sprache schneller als in der Schule. Ich habe 4 gute Freunde. Wir wohnen zusammen in einer WG, Wohngemeinschaft. Stefan ist der Freund, der gut zuhören kann. Ich kann mit ihm über alles sprechen. Er unterstützt mich, immer wenn ich Probleme habe. Michael ist der Freund, mit dem ich zusammen studiere. Wir verbringen viel Zeit gemeinsam, weil wir auch in derselben Gruppe an der Uni sind. Für die Prüfungen lernen wir manchmal auch zusammen und das finde ich toll. Kai ist der Freund, der mir offen und ehrlich die Wahrheit sagt. Das gefällt mir manchmal nicht, aber es ist notwendig. Mit Kai spreche ich, wenn ich etwas Wichtiges entscheiden muss. Markus sehe ich am wenigsten. Er ist der Freund, der in einer anderen Stadt arbeitet und viel reist. Er ist viel unterwegs, weil er in einem Reisebüro arbeitet. Aber wenn wir alle zusammen sind,
haben wir viel Spaß und machen auch viel Blödsinn. Ich hoffe, alle haben solche Freunde wie ich. Anna Malkow lebt in einem Dorf in der Nähe von Moskau. Sie hat eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht und arbeitet zurzeit in einem Krankenhaus in Moskau. Sie mag ihre Arbeit sehr, weil sie damit vielen Menschen helfen kann. Anna besucht einen Deutschkurs und hat schon Stufe B1 abgeschlossen. Sie will nach Deutschland auswandern und dort arbeiten. Anna hat auch schon eine Stelle in einem Krankenhaus in Berlin gefunden. Aber als erstes braucht sie eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung. Diese Genehmigungen hat sie bei der Deutschen Botschaft beantragt. Sie hat schon einen Termin bekommen. Für das Visum braucht sie einen gültigen Reisepass und andere Unterlagen, die sie einreichen muss. Nach 2 Wochen hat sie ein Schreiben von der Botschaft bekommen. Sie hat ein Visum bekommen und freut sich auf die Reise nach Deutschland. Als erstes muss sie ihren Arbeitsplatz kündigen und sich von den Kollegen verabschieden. Dann kann sie sich auf das neue Kapitel in ihrem Leben konzentrieren. Maria ist gerade im Einkaufszentrum und ist auf der Suche nach einem Geschenk für ihren Freund. Sie sind schon 10 Jahre zusammen. Sie weiß nicht, was sie kaufen soll, denn ihr Freund ist sehr wählerisch. Zum letzten Geburtstag hat sie ihm einen schönen Pullover gekauft, aber er hat ihn zurückgebracht und umgetauscht. Darüber war Maria gar nicht glücklich. Heute will sie ihm eine teure Uhr kaufen. Sie hat aber vor, keinen Umtausch mit der Verkäuferin zu vereinbaren, weil ihr genau diese Uhr sehr gefällt und zu ihm passt. Am Abend, bevor die Gäste kamen, hat Maria ihrem Freund das Geschenk gegeben und er packt es langsam aus. Sie ist sehr gespannt. Als er die Uhr sieht, springt er vor Freude und umarmt sie. Er bedankt sich bei Maria und sagt, dass ihm das Geschenk sehr gefällt. Als die Gäste gekommen sind, hat der Freund von Maria allen seine neue Uhr gezeigt. Und Maria freut sich, dass sie dieses Mal das richtige Geschenk gekauft hat. Und dann wird ihr klar, dass sie nächstes Jahr wieder dasselbe Problem haben wird. Und zwar das richtige Geschenk für ihren Freund zu finden. Nächste Woche ist es soweit. Sven und seine Kumpels sind endlich Studenten. Sie haben heute einen Termin im Studentenheim. Sie werden sich mit der Verwaltung treffen und die Schlüssel für ihre Zimmer bekommen. Schon einen Monat haben sie auf die Zusage von der Studentenverwaltung gewartet und sie haben sie endlich bekommen. Sie haben im Internet recherchiert und haben rausgefunden, dass es Zimmer mit 2 und 3 Betten gibt. Sie sind 4 gute Freunde und ihnen passt es, wenn sie die Zimmer mit 2 Betten bekommen. Jedes Zimmer ist 20 Quadratmeter groß und hat ein kleines Badezimmer. Nicht alle Zimmer haben einen Balkon. Als sie ankommen, erwartet sie ein Angestellter von der Verwaltung und zeigt ihnen die Zimmer und übergibt ihnen die Schlüssel. Ihre Zimmer sind gleich nebeneinander und sie sind Nachbarn. Besser könnte es nicht sein. Sven und seine Freunde haben nur noch eine Sache zu erledigen, denn sie müssen noch den Vertrag unterschreiben und dann ist alles fertig. Schon am selben Tag können sie einziehen. Nach der Unterzeichnung des Vertrags gehen sie in eine Bar und feiern den Anfang ihres Studentenlebens. Seit 2 Wochen arbeite ich in einem der größten Unternehmen in unserer Stadt. In der Firma Müller & Co. sind 5000 Mitarbeiter angestellt und jetzt bin ich wieder einer davon. Ich bin Manager von Beruf und habe schon in 3 solchen großen Unternehmen gearbeitet. Das erste hat mich sehr schlecht bezahlt und ich habe gekündigt. Das zweite hatte einige Probleme und ist bankrott gegangen und ich musste mir eine andere Arbeit suchen. Und das dritte ist dasselbe Unternehmen, in dem ich jetzt tätig bin. Dieses Unternehmen gibt es im ganzen Land und da ich mit meiner Familie umgezogen bin, musste ich auch den Arbeitsplatz wechseln. Also ist das hier mein alter neuer Arbeitsplatz. Ich habe dieselbe Position, in derselben Firma, in einer anderen Stadt bekommen. Natürlich werden mir hier meine alten Kollegen fehlen, aber hier gibt es auch sehr nette Kollegen, mit denen ich gut klarkomme. Es ist immer schwer, wenn man den Wohnort und damit den Arbeitsplatz wechseln muss.
Aber ich hatte Glück, dass ich wenigstens nicht die Firma und meine Position wechseln musste. Sven und Mila haben sich endlich ihren Traum verwirklicht, denn sie haben eine neue Wohnung gekauft. Sie haben 10 lange Jahre dafür gespart und lange auf diesen Tag gewartet. Sven ist Ingenieur und Mila Ärztin. Beide verdienen viel Geld, deshalb können sie sich eine große Wohnung im Zentrum der Stadt leisten. Sie haben sich die nächsten 2 Wochen freigenommen, um die Wohnung einzurichten. Ein Freund von Sven ist auf Inneneinrichtungen spezialisiert und hilft ihnen dabei. Die Hälfte der Möbel ist schon bestellt, weil Sven die Pläne für das Gebäude ausgefertigt hat und die Größe und Maße der Zimmer kennt. Die Wohnung ist im Erdgeschoss und vor der Wohnung gibt es auch einen großen Garten. Da können die Kinder mit ihren Freunden und Nachbarn spielen. Wenn alles fertig ist, machen sie eine Feier und laden alle ihre Freunde ein. Eine gute Sache gibt es noch. Jetzt können beide zu Fuß zur Arbeit, denn die neue Wohnung liegt um die Ecke. So tun Sven und Mila auch etwas Gutes für die Umwelt und sparen ein bisschen Geld. Ich bin Student und ich studiere Germanistik an einer Fakultät in London. Ich bin Stunden im letzten Jahr und habe nur noch eine Prüfung, die ich ablegen muss. Danach kann ich mir eine Abreitstelle suchen und mit meinem Berufsleben anfangen. Deutsch habe ich mit 5 Jahren gelernt. Damals ist meine Familie nach Deutschland ausgewandert und wir haben 8 Jahre lang in einer kleinen Stadt in der Nähe von München gewohnt. Als wir wieder nach London zurückkamen, habe ich den Kontakt zu meinen deutschen Freunden nicht abgebrochen und so habe ich die Sprache auch nicht vergessen. Später habe ich beschlossen, auch Germanistik zu studieren. Meine Eltern wollten mich überreden, etwas anderes zu studieren, aber ich habe mich für Germanistik entschieden. Morgen ist es soweit. Die letzte Prüfung und ich bin damit fertig. Den Stoff kann ich auswendig. Und wenn alles fertig ist, gehe ich mit meiner Familie und meinen besten Freunden feiern. Ich habe schon einen Tisch in unserem Lieblingsrestaurant reserviert. Eine Überraschung habe ich auch, denn vor 2 Tagen habe ich ein Stellenangebot gefunden und ich habe auch schon nächste Woche ein Vorstellungsgespräch. Der Wecker klingelt um 7 Uhr. Marco steht jeden Morgen um 7 Uhr auf. Zuerst duscht er, dann zieht er sich an. Um 7:30 kocht er Wasser und macht Kaffee. Er trinkt seinen Kaffee ohne Zucker, aber mit ein bisschen Milch. Marco frühstückt heute nicht zu Hause. Er kauft sich unterwegs etwas vom Bäcker. Zeitungen liest er auch nicht, denn er hat alle Nachrichten auf dem Handy. Um 7:45 geht er los. Heute fährt er mit der U-Bahn. Die U-Bahn ist immer pünktlich. Er wartet nur 2 Minuten und steigt ein. Marco hat seinen Freund Michael gesehen und geht zu ihm. Marco und Michael arbeiten in der gleichen Firma und sogar in derselben Abteilung. Die Haltestelle ist direkt vor der Firma und sie steigen aus. Marco ist immer pünktlich, aber Michael kommt auch manchmal zu spät. Sie begrüßen alle Kollegen und fangen mit der Arbeit an. Jan hat einen kleinen Hund. Er heißt Struppi und ist noch jung. Er hat ein weißes Fell und kleine spitze Ohren. Jan spielt viel mit ihm. Junge Hunde wollen noch viel unternehmen und so geht Jan jeden Tag mit ihm spazieren. Struppi hat immer Hunger. Er bekommt morgens seine Hundekuchen, aber mittags will er schon wieder etwas essen. Jan gibt ihm aber nichts. Erst am Abend bekommt Struppi noch eine Mahlzeit. Struppi schläft in einem runden Korb. Dort fühlt er sich sehr wohl. Wenn Jan in der Schule ist, ist Struppi traurig und wartet auf ihn. Er freut sich sehr, wenn sein Freund wieder zurück nach Hause kommt. Jan möchte nie mehr ohne Hund leben. Ricarda ist 21 Jahre alt und wohnt in Lübeck. Lübeck ist eine sehr schöne Stadt im Norden von Deutschland. Ricarda studiert Medizin an der Universität von Lübeck. Sie hat viele Freunde dort. Ricardas beste Freundin heißt Maike. Maike ist 22 und wohnt nicht in Lübeck. Sie wohnt in Hamburg,
aber besucht ihre Freundin oft in Lübeck. Sie treffen sich gerne im Park. Meistens gehen sie dann zusammen Eis essen. Danach gehen sie manchmal noch einkaufen. Ricarda kauft am liebsten neue Schuhe. Maike kauft sich lieber neuen Schmuck. Am Abend gehen sie gern ins Kino. Maike übernachtet dann oft bei Ricarda. Mein Name ist Maria. Ich bin 30 Jahre alt. Zu meiner Familie gehören außer mir noch drei weitere Personen. Mein Mann Markus ist 31 Jahre alt. Wir haben zwei Kinder. Unser Sohn Heinrich ist 3 Jahre alt. Unsere Tochter Valerie ist 1 Jahr alt. Wir haben auch einen Hund und 2 Katzen. Der Hund heißt Maya und die Katzen Lana und Mickey. Wir wohnen in einem Dorf. Die Stadt ist nicht weit von uns entfernt. Unser Haus ist klein und hat einen Garten. Dort spielen die Kinder gerne. Heinrich geht in den Kindergarten und Valerie ist bei mir zu Hause. Meine Eltern leben im Ausland, aber die Eltern meines Mannes leben in der Nähe. Ich gehe sie mit den Kindern gerne besuchen. Oft passen sie auch auf die Kinder auf. Ich bin Journalistin und arbeite meistens von zu Hause aus. Mein Mann ist Koch und arbeitet oft am Wochenende oder abends. Martin Stubbe ist 15 Jahre alt. Er lebt mit seinen Eltern und seiner Schwester in Berlin. Sie wohnen in einer großen Wohnung im Zentrum. Martins Vater ist Arzt. Seine Mutter ist Krankenschwester. Martin lernt Mathe und Biologie gern. Er spielt Fußball. Seine Schwester ist 17 Jahre alt. Sie lernt Englisch gern und spielt Tennis. Leonie Klein ist 21 Jahre alt. Sie kommt aus Frankfurt am Main. Sie studiert Betriebswirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie wohnt mit ihren beiden Freundinnen in einer kleinen Wohnung in Garching. Leonie arbeitet jeden Samstag in einem Restaurant als Kellnerin. Die drei Studentinnen lieben das Nachtleben in München und die vielen Partys. Christian Hart ist 28 Jahre alt. Er ist Logistiker von Beruf. Er arbeitet bei Mercedes in Stuttgart. Er wohnt nicht in Stuttgart. Er lebt mit seiner Frau und seinen 2 Kindern in Kirchheim-Unterteck. Sie wohnen in einem Einfamilienhaus. Seine Frau ist 26 Jahre alt. Sie ist Germanistin von Beruf. Sie arbeitet an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg. An den Wochenenden macht Familie Hart Ausflüge. Zu meiner Familie gehören 4 Personen. Die Mutter bin ich und dann gehört natürlich mein Mann dazu. Wir haben 2 Kinder, einen Sohn, der 6 Jahre alt ist und eine 3-jährige Tochter. Wir wohnen in einem kleinen Haus mit einem Garten. Dort können die Kinder ein bisschen spielen. Unser Sohn kommt bald in die Schule, unsere Tochter geht noch eine Zeit lang in den Kindergarten. Meine Kinder sind am Nachmittag zu Hause. So arbeite ich nur halbtags. Eigentlich gehören zu unserer Familie auch noch die Großeltern. Sie wohnen nicht bei uns. Sie haben ein Haus in der Nähe. Die Kinder gehen sie oft besuchen. Hallo Marion, ich bin es, dein Daniel. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wohne jetzt in Berlin, hier habe ich einen tollen Arbeitsplatz gefunden. Ich bin sehr glücklich mit meiner neuen Arbeit. Meine Arbeitskollegen sind sehr nett. Sie haben mich mit offenen Armen empfangen. Jeden Tag lerne ich etwas dazu. Heute haben sie mir gezeigt, wie ich Pakete mit einem Automaten verschicke. Das ist wirklich aufregend. Meine Arbeit ist gut. Und mit meiner Freundin bin ich sehr glücklich. Wir wohnen jetzt zusammen in Berlin. Sie arbeitet als Verkäuferin. Sie arbeitet immer am Morgen, ich muss oft am Abend arbeiten. Wir sehen uns leider nicht so oft. Wir genießen aber jede Minute zusammen und reden viel miteinander.
Wir fahren in den Ferien immer ans Meer. Wir baden gerne und freuen uns über die Wellen. Besonders wenn die Sonne scheint und es richtig heiß ist, fühlen wir uns am Meer sehr wohl. Das Wasser ist kühl und wir können auch am Strand im Schatten liegen und ein interessantes Buch lesen. Muscheln suchen macht uns viel Spaß oder wir bauen eine große Burg. Dort können wir dann auch unsere Handtücher ausbreiten. Wenn das Wetter nicht so schön ist, gehen wir am Meer spazieren oder wir gehen in die nächste Stadt und machen einen Einkaufsbummel. Ein Urlaub am Meer ist für uns immer gut für eine Pause im Sommer. Es ist 7 Uhr am Morgen. Familie Müller sitzt am Frühstückstisch. Der Vater heißt Bernd. Der Name der Mutter ist Angelika. Thomas und Lisa sind die Kinder der beiden. Thomas sitzt neben Angelika. Bernd sitzt neben seiner Tochter. Die Eltern trinken eine Tasse Kaffee. Der Vater liest dabei Zeitung. Die beiden Kinder trinken Milch. Auf dem Tisch stehen 4 Teller und 4 Tassen. In der Mitte steht ein Korb mit Brot. Daneben liegt die Butter. Ein Teller mit Wurst und Käse ist auch da. Dahinter steht ein Glas Marmelade. Der Vater isst ein Brot mit Butter und Wurst. Angelika mag am liebsten Käse. Die Kinder essen ihr Brot mit Marmelade. Hallo. Ich bin Tom Meyer. Ich bin 13 Jahre alt und Schüler. In der Schule mag ich besonders Englisch, Französisch und Sport. Meine Lehrer sind sehr nett. Ich wohne in Stuttgart, Bahnhofstraße 20, 70001 Stuttgart. Ich habe ein Handy. Die Handynummer ist 12345678. Meine Hobbys sind Fußball, Schwimmen und Computerspiele. Mein Vater ist Zahnarzt von Beruf, meine Mutter ist Zahnärztin. Meine Eltern haben eine Zahnarztpraxis in der Königstraße in Stuttgart. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Mein Bruder ist 20 Jahre alt und möchte auch Zahnarzt werden. Er studiert Zahnmedizin. Meine Schwester möchte Tierärztin werden. Sie studiert noch nicht, denn sie ist erst 16 Jahre alt. Heute ist der erste Schultag. Lena steht mit ihrer Schultüte vor der Schule. Sandra, Susanne und Paul sind auch da. Die Kinder kennen sich aus dem Kindergarten. Jetzt gehen sie in die gleiche Klasse. Sie freuen sich schon auf den Unterricht. Lena freut sich besonders auf das Rechnen. Sandra und Susanne aufs Schreiben. Und Paul? Paul sagt, er freut sich besonders auf die Pausen. In der Klasse lernen sie ihren Lehrer Herrn Meyer kennen. Herr Meyer ist noch sehr jung und lustig. In der ersten Stunde lernen die Kinder das ABC-Lied. Alle singen begeistert mit. Danach schreibt der Lehrer die ersten Buchstaben an die Tafel. A wie Affe, B wie Banane. Herr Meyer zeichnet einen Affen dazu, der einen Banane frisst. Die Kinder lachen laut. Dann läutet auch schon die Schulglocke. Der erste Tag in der Schule ist vorbei. Vor der Schule warten die Eltern auf die Kinder. Julia Fuchs ist Anwältin und kommt aus London. Sie wohnt seit 8 Monaten in München. Sie hat einen deutschen Mann geheiratet und lebt jetzt in Deutschland. Sie muss Deutsch lernen und besucht einen Deutschkurs. In dem Kurs von Julia sind 12 Teilnehmer. Julia braucht Deutsch für den Beruf. Sie will wieder als Anwältin arbeiten. Sie hat schon eine Stelle gefunden, aber sie braucht Deutschstufe B2 für die Arbeit. In der Gruppe lernt sie schnell und spricht viel mit den Kolleginnen und Kollegen. Der Lehrer hilft ihr auch sehr. Zu Hause spricht sie mit ihrem Mann immer noch Englisch, aber bald können sie auch Deutsch sprechen. Julia lernt mit dem Lehrbuch und hat auch ein tolles Wörterbuch für die 9 Wörter bekommen. Ein Geschenk von Kai. Ihr Mann Kai Fuchs ist Arzt und er arbeitet viel. Er kommt erst am Abend nach Hause. Dann essen sie gemeinsam und sprechen über den Tagesablauf.
Mark arbeitet als Journalist. Er ist freier Mitarbeiter bei einer Zeitung. Einmal pro Woche macht er ein Interview mit einer Person. Jede Person hat einen anderen Beruf. Mark macht das seit 5 Jahren und er hat viele Leser. Manchmal machen ihm die Leser auch Vorschläge. Es ist Freitag und er ist mit Bettina verabredet. Bettina ist Erzieherin in einem Kindergarten. Sie arbeitet heute nur bis Mittag, weil sie sich mit Mark treffen muss. Sie haben einen Termin um 13 Uhr in einem Café im Zentrum. Bettina muss sich beeilen, denn sie ist zu Fuß. Mark ist schon in dem Café und bestellt einen Kaffee. Er ist früher da. Nach 20 Minuten kommt auch Bettina. Sie begrüßen sich und Bettina bestellt auch einen Kaffee. Mark hat die Fragen schon vorbereitet. Er ist sehr professionell. Das Interview dauert ungefähr 30 Minuten. Mark hat seine Notizen gemacht und das Interview aufgenommen. In 2 Tagen können es die Leser selbst lesen und können den Beruf Erzieherin besser kennenlernen. Ich mag den Frühling sehr. Es ist nicht so kalt. Die Bäume und Pflanzen bekommen wieder Blätter. Und wir können draußen wieder Fußball spielen. Einen Nachteil hat der Frühling aber, es gibt viele Allergien. Nach dem Frühling kommt der Sommer. Im Sommer haben wir Ferien. Wir fahren ans Meer oder an den See und können schwimmen. Der Tag ist sehr lang und man hat viel Zeit. Der Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. Es gefällt mir nur nicht, dass es im Sommer viele Insekten gibt. Die nächste Jahreszeit ist der Herbst. Im Herbst fallen alle Blätter runter. Das Wetter ist nicht so gut, aber man kann immer noch draußen Fußball spielen. In der Schule ist es manchmal auch langweilig und die Stimmung ist ein bisschen depressiv. Im Winter ist das Wetter gar nicht gut, aber ich mag den Winter. Weihnachten, Silvester, die Winterferien und Skifahren in den Bergen gibt es nur im Winter. Ich mag diese Sachen und ich finde den Winter nicht so schlecht. Mein Name ist Rudi und ich bin 25 Jahre alt. Ich studiere an der Fakultät für Musik in Berlin. Noch 1 Jahr und ich bin mit dem Studium fertig. Ich finanziere mein Studium selber. Das ist ein bisschen schwer. Ich arbeite nur Teilzeit, weil ich nicht viel Zeit habe. Ich muss jeden Tag Vorlesungen besuchen und mit meiner Band proben. Ich bin Mitglied in einer Band. Wir sind 5 Personen. Ich spiele Gitarre, mein Bruder spielt Schlagzeug und mein bester Freund Bernd ist der Sänger. Es gibt noch 2 andere Mitglieder. Marco spielt auch Gitarre und Kai spielt Keyboard. Wir proben 2-mal in der Woche und am Wochenende treten wir in einer Bar auf. Das ist eine kleine Bar, aber wir haben einen Vertrag mit ihnen und wir sind jeden Samstag da. Die Leute lieben unsere Musik und kommen sehr gern. Wir haben schon 10 eigene Lieder. Bald ist unser Album auch fertig und wir können auch ein bisschen mehr Geld verdienen. Ich bin Bettina und ich bin Ärztin von Beruf. Bei der Arbeit trage ich nur weiße Kleidung, weiße Hose, weiße Bluse, weiße Schuhe und einen weißen Mantel. In der Freizeit bin ich ganz anders angezogen. Ich ziehe mich sportlich an und trage gern lockere und leichte Sachen. Ich besuche 3-mal in der Woche ein Fitnessstudio und trage immer einen Jogginganzug. Wenn ich mit meinen Freundinnen unterwegs bin, trage ich fast immer eine Jeans und ein T-Shirt und manchmal eine Jacke, die dazu passt. Und die Schuhe müssen natürlich bequem und angenehm sein. Als Kind durfte ich meine Kleidung nicht selbst aussuchen. Das hat meine Mutter für mich gemacht. Wenn ich ausgehe, bin ich immer passend angezogen. Da trage ich oft schwarz oder grau. Ich gebe viel Geld für Kleidung aus, aber das ist kein Problem, denn ich verdiene gut als Ärztin. Ich kaufe nur in 3 Geschäften ein und da finde ich immer alles. Heute habe ich mir Neuturnschuhe gekauft. Frau Fischer geht fast jeden Tag mit ihrem Hund spazieren.
Meistens gehen sie zum Fluss oder in den Park. Heute ist sie nicht allein unterwegs. Ihre Freundin Martha ist auch dabei. Martha hat ebenfalls einen kleinen Hund. Es ist 9 Uhr. Frau Fischer hat noch nichts gegessen und sie kauft eine Brezel beim Bäcker. Ihre Freundin steht sehr früh auf und hat schon gefrühstückt. Der Park ist in der Nähe. Sie laufen nur 10 Minuten und sind schon da. Am Morgen ist es hier ganz ruhig, aber am Abend ganz laut. Am Abend gibt es viele Kinder im Park und sie spielen zusammen. Deswegen kommt Frau Fischer immer am Morgen. Sie will Ruhe haben und sich in der frischen Luft entspannen. Sie setzen sich auf eine Bank und genießen die Sonne. Die Hunde spielen mit einem kleinen Ball. Frau Fischer und Martha kennen sich schon 40 Jahre. Nach einer Stunde gehen sie wieder nach Hause. Morgen kommen sie bestimmt wieder in den Park. Jan und Jürgen sind Zimmergenossen. Sie studieren in Bonn und wohnen in einem Studentenheim. Vom Studentenheim zum Hauptbahnhof sind es nur 4 Stationen und zur Uni nur 6. Sie sind fast jeden Tag mit der U-Bahn unterwegs. Nur wenn es sonnig ist, fahren sie mit ihren Fahrrädern zur Uni. Die beiden teilen sich ein Zimmer. Das Zimmer hat 20 Quadratmeter. Es ist nicht sehr groß, aber es ist auch nicht teuer. Sie bezahlen 180 Euro pro Person. In einer Wohnung oder in einer WG ist es natürlich teurer. In dem Studentenheim gibt es 6 Stockwerke und jedes Stockwerk hat 4 oder 5 Abteilungen. Mit dem Schlüssel kann man nur die Haustür und die Tür von nur einer Abteilung öffnen. In die anderen Abteilungen kann man nicht rein. In einer Abteilung gibt es 8 Zimmern. 4 Zimmer teilen eine Küche und ein Badezimmer und den Kühlschrank müssen sie auch teilen. Der ist zu klein und alle Bewohner haben einen Antrag auf größere Kühlschränke gestellt. Das Leben im Studentenheim ist nicht so wie zu Hause, aber es ist nur für 4 Jahre. Hannes ist 30 Jahre alt und arbeitet in einem Reisebüro als Reiseführer. Er wohnt in Köln und das Reisebüro ist in der Nähe von seiner Wohnung. Er braucht nur 10 Minuten zu Fuß und er ist da. Als Reiseführer muss man mindestens 2 Fremdsprachen sprechen. Er spricht sogar 4. Deutsch ist seine Muttersprache. Englisch und Spanisch hat er in der Schule gelernt. Er kann auch Mazedonisch, denn er hat 4 Jahre lang in Mazedonien gewohnt. Dort hat seine Familie gewohnt, weil sein Vater da arbeiten musste. Seine Nachbarn waren aus Albanien. Da hatte er Kontakt auch zu Albanern und hat auch ein bisschen Albanisch gelernt. Diese Kenntnisse hat er ausgenutzt und hat einen Job als Reiseführer gefunden. Er ist gut bezahlt und die Arbeit gefällt ihm. Wenn ein Kollege Hilfe braucht, ruft er ihn an und er hilft weiter. Die Firma macht nächsten Monat eine Filiale im Ausland auf und zwar in Mazedonien und Hannes soll die Leitung übernehmen. Als Kind war es für ihn schwer, so viele Sprachen zu lernen, aber es hat sich gelohnt. Marco und Maya sind am Flughafen. Ihr Flug hat Verspätung. Für Marco ist das nichts Neues, denn er reist sehr oft mit dem Flugzeug. Maya reist sehr selten mit dem Flugzeug, denn sie hat große Angst. Meistens fährt sie mit ihrem Auto oder kauft ein Ticket für den Eis. Sie befinden sich in der Türkei und dahin mussten sie mit dem Flugzeug fliegen. Sie haben noch 2 Stunden Zeit und trinken einen Kaffee und essen ein Stück Kuchen. Maya will Souvenirs für ihre Familie und Freunde kaufen und geht in den Souvenirladen. Nach 2 Stunden können sie endlich in das Flugzeug einsteigen. Maya sitzt am Fenster. Sie hat extra so einen Platz reserviert, weil sie Fotos machen will. Sie ist sehr gespannt. Das Flugzeug ist in der Luft und Marco ist sehr müde und möchte schlafen. Maya bestellt einen Kaffee und einen Orangensaft bei der Flugbegleiterin. Das ist für sie kostenlos.
Drei Stunden später landet das Flugzeug in Berlin und sie sind endlich wieder in Deutschland. Der Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. Das Wetter ist im Sommer fast immer sonnig und es regnet selten. Im Sommer haben wir keinen Unterricht. Die Ferien fangen an und alle können verreisen. Einige gehen ans Meer, andere in die Berge. Ich möchte diesen Sommer meine Großeltern in der Schweiz besuchen. Sie sind vor 5 Jahren in die Schweiz gezogen und haben ein schönes Haus am See gekauft. Da will ich meine Ferien verbringen. Da kann ich schwimmen und in der Sonne liegen. Der See ist nur 50 Meter entfernt. Meine Großeltern fehlen mir sehr und ich freue mich sehr, sie zu sehen. Aber ich habe noch eine Woche Unterricht und dann kann es losgehen. Meine Eltern wollten nicht, dass ich ohne sie verreise, aber ich habe mich anders entschieden. Ich habe meinen Freunden schon erzählt, dass ich zu meinen Großeltern fahre. Ich bleibe dort einen ganzen Monat und dann holen mich meine Eltern ab. Die restliche Zeit verbringe ich in meiner Stadt mit meinen Freunden. Heute möchte Lukas seine Freundin überraschen. Er hat Karten fürs Kino gekauft. Im Kino läuft heute ein Liebesfilm. Das ist ein neuer Film. Die Freundin von Lukas interessiert sich für Filme. Er ruft sie an und sagt ihr, dass sie für den Abend nichts planen soll. Er hat eine Überraschung für sie und sie soll pünktlich um 20 Uhr auf ihn am Hauptbahnhof warten. Seine Freundin wohnt gegenüber dem Hauptbahnhof und er parkt in der Nähe in einem Parkhaus. Die Freundin ist pünktlich, Lukas auch. Das Kino ist nur 200 Meter entfernt. Sie hat keine Ahnung, wohin sie gehen. Lukas nimmt die Kinokarten aus der Jackentasche und zeigt sie seiner Freundin. Sie freut sich sehr und umarmt ihn. In 5 Minuten fängt der Film an. Sie müssen noch Popcorn und Getränke kaufen. Lukas übernimmt das und seine Freundin geht in den Kinosaal rein und sucht die Sitze. Die Sitze sind in der 7. Reihe. Lukas ist auch schon da. Der Film kann also anfangen. Ich bin Clara und erzähle heute von unserem Haus. Unser Haus ist sehr groß. Es hat 250 Quadratmeter. Es gibt auch einen Garten. Im Garten haben wir viele Blumen und einige Bäume. Im Garten gibt es immer viel Arbeit. Ich helfe meinen Eltern gerne im Garten. Manchmal kommen zu uns Freunde und die Familie. Dann grillen wir im Garten. Das macht viel Spaß. Im Haus gibt es 2 Badezimmer. Ein Badezimmer ist für meine Eltern. Das andere Badezimmer für meine Schwester und mich. Unser Wohnzimmer ist sehr groß und schön. Es gibt ein bequemes Sofa. Neben dem Sofa stehen ein Tisch und eine Lampe. In der Ecke gibt es einen großen Tisch mit Stühlen, an dem wir essen. In der Mitte des Zimmers liegt ein großer Teppich. Der Teppich kommt aus dem Iran. Es gibt auch einen Kamin im Wohnzimmer. Das ist im Winter sehr gemütlich und schön warm. Neben dem Wohnzimmer ist die Küche. Ich mag unsere Küche nicht. Die Möbel sind alt und sehr dunkel. In der Küche ist auch ein Esstisch. Unsere Familie ist aber lieber im Wohnzimmer. In der Küche gibt es eine Spülmaschine, einen Herd und viele Schränke. Es gibt dort keine Waschmaschine. Die Waschmaschine steht im Keller. Im 1. Stock sind 2 Kinderzimmer und das Schlafzimmer. Ich finde mein Zimmer schön. Es ist sehr groß und hat weiße Möbel. Lieber Thomas, jetzt bist du weit weg. Ich bin sehr unglücklich. Wie geht es dir in Hamburg? Hast du nette Kollegen in der Bank? Ist der Chef nett? Hast du schon eine Wohnung? Ist die Wohnung teuer? Ich arbeite schon 2 Wochen im Goethe-Gymnasium in München. Die Kollegen und Kolleginnen sind sehr freundlich. Die Schülerinnen und Schüler sind auch sehr nett. München ist schön. Das Wetter ist gut.
Aber meine Katze, Mimi, ist krank. Das ist schrecklich. Heute Abend gehe ich ins Theater. Herzliche Grüße. Deine Susanne. Viele Grüße von Mimi. Nico ist 32 Jahre alt und er ist Geschäftsmann. Er hat Wirtschaft studiert und hat eine eigene Firma. Jeden Tag hat Nico viele Termine. Bei der Arbeit trägt er fast immer einen Anzug, ein Hemd und Schuhe, die dazu passen. In der Freizeit ist er ganz anders angezogen. Er trägt sportliche Kleidung. Maria ist Studentin. Sie hat kein Auto und ist viel unterwegs. Sie zieht sich sportlich an. Meistens trägt sie eine Jeans, ein T-Shirt und bequeme Turnschuhe. Maria zieht manchmal auch ein Kleid an, wenn sie zu einer Feier oder zu einem Termin geht. Ihre Kleidung kauft sie meistens bei H&M oder bei C&A. Da ist es nicht so teuer und die Sachen gefallen ihr. Karin ist Ärztin von Beruf und weiß ist ihre Farbe. Bei der Arbeit trägt sie immer eine weiße Hose, eine weiße Bluse, weiße Schuhe und einen weißen Mantel. Privat ist sie ganz anders angezogen. Sie mag ihre Berufskleidung und fühlt sich wohl, wenn sie weiß trägt. Manfred H. ist in Deutschland, Dortmund aufgewachsen. Mit 18 ist er von zu Hause weggegangen und nach Berlin umgezogen. Er hat in einer Fabrik gearbeitet. Dort hat er seine Freundin kennengelernt. Nach 2 Jahren haben sie geheiratet und haben ein Kind bekommen. Er wohnt jetzt mit seiner Familie in einer Siedlung am Stadtrand von Berlin. Eva B. ist in Mailand in Italien geboren. Sie ist mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen. Eva wohnt schon 10 Jahre in Berlin. Sie wohnt mit ihrer Familie in einer Dreizimmerwohnung im Zentrum von Berlin. Sie ist ein Stadtmensch und möchte nicht auf dem Land wohnen. Eva geht oft mit ihren Freundinnen aus und hat gern Spaß. Olli M. ist in einem Dorf in der Nähe von Köln aufgewachsen. Später ist seine Familie nach Berlin umgezogen. Er hat dort 4 Jahre studiert und hat eine Stelle als Informatiker gefunden. Seit einem Jahr wohnt er mit seiner Freundin in einer großen Wohnung. Da zahlt er viel Miete und möchte umziehen. Nach der Arbeit haben die Leute nicht viel Zeit. Sie kaufen schnell im Supermarkt ein und kochen etwas zu Hause. Ich kaufe auch oft im Supermarkt ein. In der Nähe von meiner Wohnung gibt es 3 verschiedene Supermärkte. Aber am liebsten gehe ich zu Lidl. Ich mache meinen Wocheneinkauf meistens am Samstag, denn da arbeite ich nicht und habe mehr Zeit. In den Tante-Emma-Laden gehe ich sehr selten einkaufen. Da bekommt man auch Lebensmittel, aber die Sachen sind einfach zu teuer. Frühstück kaufe ich fast immer beim Bäcker und da muss ich nur über die Straße. Die Backwaren sind sehr lecker und die Verkäuferin ist ziemlich nett. Am liebsten esse ich eine Brezel und eine Nussschnecke und trinke Orangensaft dazu. Gemüse kaufe ich immer auf dem Markt. Da ist das Gemüse ganz frisch. Wenn wir grillen, brauchen wir Fleisch und Würstchen. Das kann man in der Metzgerei kaufen. Manchmal gehe ich mit meinen Freunden ins Einkaufszentrum. Da kaufen wir aber keine Lebensmittel ein, da kaufen wir Kleidung. Es ist Donnerstag. Heute hat Ingrid früher Feierabend und möchte den Abend mit der Familie verbringen. Sie will etwas Leckeres kochen. Zum Glück sind die Kinder heute Abend auch zu Hause. Ingrid hat ihren Mann angerufen und ihm gesagt, dass er nichts essen soll. Heute kocht sie persönlich. Ingrid arbeitet viel und sie hat selten Zeit, um für die Familie zu kochen. Meistens essen alle draußen und nur am Sonntag treffen sie sich zum Essen. Sie macht das Lieblingsessen von ihrem Mann. Die Kinder haben den Tisch schon gedeckt und der Salat ist auch fertig. Immer wenn sie essen, muss es Salat geben. Das ist gesund und macht den Tisch bunt. Ihr Mann hat unterwegs einen Kuchen und Wein gekauft. Das Essen ist schon auf dem Tisch und alle warten auf ihn.
10 Minuten später öffnet sich die Tür und er kommt rein. Er wäscht sich die Hände und sie setzen sich alle an den Tisch und fangen mit dem Essen an. Guten Appetit! Seit 2 Tagen fühle ich mich nicht gut. Ich bin erkältet und ich muss zum Arzt. Heute konnte ich fast nicht aufstehen. Ich ziehe mich an und fahre zum Arzt. Die Arztpraxis ist ganz in der Nähe und zum Glück gibt es keine Patienten und bin ich sofort dran. Der Arzt untersucht mich und schreibt mich für eine Woche krank. Ich habe die Grippe. Er verschreibt mir Medikamente. Jetzt muss ich zu Hause bleiben und mich erholen. Ich gehe direkt zur Apotheke und kaufe die Medikamente. In der Apotheke treffe ich meinen Kollegen. Er ist auch krank. Wir arbeiten im selben Büro. Ich denke, ich habe ihn mit der Grippe angesteckt. Zu Hause mache ich einen Tee und nehme die Medikamente ein. Dann lege ich mich ins Bett. Ich versuche ein bisschen zu arbeiten, aber ich kann mich leider nicht konzentrieren. Ich versuche es später wieder. Jetzt schlafe ich ein bisschen. Hoffentlich bin ich bald gesund und kann wieder zur Arbeit. Timo ist 6 Jahre alt. Seine Familie ist vor 2 Monaten in eine andere Wohnung umgezogen. Die neue Wohnung hat ein Zimmer mehr. Die Eltern von Timo haben es zu einem Kinderzimmer gemacht. Timo hatte in der letzten Wohnung kein Kinderzimmer. Er hat immer im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer gespielt. Jetzt kann er endlich in seinem Zimmer spielen und auch in seinem eigenen Bett schlafen. Timo mag Autos. Seine Eltern haben ein interessantes Bett gekauft. Das Bett ist wie ein Auto. Die Mutter von Timo ist Architektin. Sie hat das ganze Kinderzimmer eingerichtet und Timo findet es sehr schön. Es gibt einen kleinen Schreibtisch und einen großen Schrank. Timo bekommt auch einen Fernseher, aber er muss bis Weihnachten warten. Dieses Jahr fängt er mit der Schule an und dann kann er seine Hausaufgaben in Ruhe machen. Am Freitag kommen seine Freunde. Er hat alle seine Freunde eingeladen und freut sich sehr. Die Freunde haben das Zimmer immer noch nicht gesehen. Jan und Eva sind schon 10 Jahre ein Paar. Jedes Jahr machen sie Urlaub in einem fremden Land. Sie besuchen immer neue Länder und haben immer neue Reiseziele. Jan ist Fotograf. Reisen ist auch ein Teil von seinem Beruf. Er macht viele Fotos und Videos auf den Reisen. Zu Hause bearbeitet er sie und ladet sie auf eine Internetseite hoch. Da kann man Fotos kaufen und verkaufen. Er verdient viel Geld und meistens bezahlt er für die Reisen. Eva ist Studentin. Sie studiert Medizin und ist bald mit dem Studium fertig. Diesen Sommer besuchen die beiden Afrika. Jan war schon 2-mal dort, aber für Eva ist es das 1. Mal. Dort kann Jan die wilden Tiere fotografieren und sie können Safaris machen. Eva hat ein bisschen Angst, aber sie freut sich sehr auf die Reise. Morgen ist es soweit. Die Koffer sind voll, der Reisepässe bereit und es kann losgehen. Der Flug dauert 7 Stunden. Endlich sind sie angekommen. Hallo Afrika. Julia hat heute Geburtstag. Sie konnte kaum schlafen und ist früh aufgestanden. Sie geht zuerst ins Badezimmer und danach in die Küche. In der Küche gibt es etwas Interessantes auf dem Küchentisch. Ein Geschenk und eine Karte für sie. Auf der Karte steht Guten Morgen Geburtstagskind. Ihre Eltern haben heute Frühschicht und sind schon bei der Arbeit. Sie wollten sie überraschen und haben das Geschenk auf den Küchentisch gestellt. Die Verpackung ist nicht sehr groß. Sie ist gespannt. Julia macht das Geschenk auf. Es ist ein neues Handy. Das letzte Model. Sie steckt sofort die SIM-Karte rein und ruft ihre Eltern an. Sie bedankt sich bei ihren Eltern und bereitet sich für die Schule vor. In der Schule warten ihre Freundinnen schon auf sie. Sie haben auch eine Überraschung für sie vorbereitet. Sie haben einen Kuchen gekauft und alles Gute zum Geburtstag an die Tafel geschrieben.
Alle Schüler mögen sie. Sie ist auch die Klassensprecherin und hilft ihnen immer. Julia ist sehr glücklich und freut sich schon auf die Party am Abend. Es gibt sehr viele verschiedene Berufe. Ein Lehrer unterrichtet Schüler und bringt ihnen verschiedene Dinge bei. In einer Volksschule lehren sie die Kinder das Lesen und Schreiben. Lehrer arbeiten auch mit älteren Kindern und Jugendlichen. Dort unterrichten sie meistens ein bestimmtes Fach, Mathematik oder Sprachen zum Beispiel. Ein anderer Beruf, bei dem man auf der Universität studieren muss, Arzt. Ein Arzt behandelt kranke Leute in einer Praxis oder im Krankenhaus. Er untersucht die Menschen und stellt fest, was ihnen fehlt. Er verschreibt Medikamente oder andere Behandlungen. Es gibt viele verschiedene Ärzte, manche sind Chirurgen, andere sind Ohrenärzte oder Zahnärzte. Handwerker lernen ihren Beruf in einer Berufsausbildung. Ein Handwerker ist zum Beispiel ein Bäcker. Er stellt Brot her. Dazu muss er wissen, wie man Mehl, Salz, Hefe und andere Zutaten mischt. Bäcker können sehr viele verschiedene Sorten Brot machen, auch süßes Gebäck. Ein Bauer arbeitet auch mit Lebensmitteln. Auf seinem Hof hält er Tiere wie Kühe, Hühner oder Schweine. Auf den Feldern pflanzt er Getreidesorten oder Gemüse und Obst. Das liefert er an Supermärkte oder verkauft es selbst auf einem Markt. Ein Koch arbeitet auch mit Lebensmitteln. In einem Restaurant bereitet er die Speisen zu. Seine Ausbildung macht er entweder in einer Schule oder in einer Lehre.